Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, von jetzt an werde ich nur so viel ausgeben, wie ich einnehme, selbst wenn ich mir das Geld dafür borgen muss. Dieses Zitat von Mark Twain passt gut zur Haushaltsführung und damit zum Haushaltsgesetz unseres NRW-Finanzministers Herrn Wienkämper. Der Haushalt ist schuldenfrei, aber unser Finanzminister borgt sich das Geld aus einem Corona-Topf. Im September titelte die Rheinische Post: NRW-Haushalt ohne neue Schulden. Eine gute Nachricht. Die Schuldenbremse wird also eingehalten. Aber dies klappt nur, weil es nun mit dem Corona-Topf eine Art zweites Konto gibt, welches über Jahrzehnte im Minus stehen und damit unser Land langfristig finanziell schwer belastet wird. Seit 3 Jahren gibt es keinen Gesetzentwurf der Landesregierung, welcher die Schuldenbremse nicht nur in der Haushaltsordnung, sondern auch in der Landesverfassung verankert. Wir, die AfD-Fraktion, werden den überfälligen Gesetzentwurf zeitnah einbringen. Ich habe es immer eindringlich in der Vergangenheit dargelegt und ist es auch heute so. Für uns hat die Generationengerechtigkeit höchste Priorität. Auch der Bund der Steuerzahler mahnt in der September-Ausgabe seiner Publikation der Steuerzahler ausdrücklich: Finger weg von der Schuldenbremse. Beim Haushalt des Bundes sieht es ganz anders aus. Der SPD-Bundesfinanzminister Scholz hat dieses Jahr 237 Milliarden Schulden gemacht. Für 2021 plant er derzeit bereits 160 Milliarden neue Schulden und wird die Schuldenbremse aussetzen. Die Corona-Krise macht es möglich. Und natürlich werden dafür höhere Steuern kommen, so wie es auch die SPD genüsslich gebetsmühlenartig propagiert, während die CDU durch ihr Schweigen Zustimmung signalisiert, dass sie dem auch nicht abgeneigt ist. Eine Studie der Universität zu Köln hat noch im September ergeben, dass auch mittelfristig Steuererhöhungen nicht erforderlich seien. Der Präsident des RWI, Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen, fordert sogar steuerliche Entlastung für Bürger und Unternehmen. Und die EU, sie darf im Gesamtbild nicht vergessen werden. Sie sieht die Chance in Form von Corona gekommen. Die Weichen sind falsch gestellt. Schulden, höhere eigene Steuern. Dieses Konzept zur künftigen EU-Finanzierung widerspricht allen bisherigen Regeln und bedroht den Wohlstand von ganz Europa. Die Schuldenunion ist besiegelt. Die Zuschüsse sind eine Fehlkonstruktion. Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland wird darunter leiden. Die Wirtschaftswoche hat in ihrem Leitartikel vergangenen Monat die langfristige Zerstörung unserer Wirtschaftsordnung durch die giftige Geldflut ernüchternd dargelegt. Für den Haushalt 2020 hatte die AfD-Fraktion 103 Anträge eingebracht und keiner davon fand eine Mehrheit. Für den Haushalt 2021 haben wir 127 Anträge mit einem Einsparvolumen von über 1,5 Milliarden eingebracht. Ein Blick in den wieder sehr aufschlussreichen Jahresbericht des Landesrechnungshofes beweist, dass es bezüglich der Sparsamkeit und dem sorgfältigen Umgang mit dem Geld unserer Bürger noch einiges an Luft nach oben ist. Der Jahresbericht kommt direkt in den Vorbemerkungen zu dem Schluss, dass die gesamte Haushaltssituation des Landes auf den Prüfstand gehört, um für die Zukunft richtige Entscheidungen treffen und gegebenenfalls erforderliche Korrekturen vornehmen zu können. Vor der Corona-Pandemie hatten wir ständig steigende Steuereinnahmen und sinkende Zinslasten. Die Landesregierung hat in diesen guten Jahren, wie auch immer wieder von uns moniert, nicht genutzt für eine durchgreifende Konsolidierung des Landeshaushaltes. Die in der Vergangenheit vorhandenen Spielräume wurden eben nicht verwendet, dafür zu sorgen, Schulden abzubauen. Heute ist es leider aus bekannten Gründen nicht möglich. Es ist trotzdem gut und wenigstens etwas beruhigend, dass die Schuldenbremse seit diesem Jahr gilt, auch wenn sie schon für den Haushalt 2020 nur unter Zuhilfenahme haushaltsrechtlicher Möglichkeiten eingehalten werden konnte. Zum Beispiel durch eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen, die Einnahme aus Kreditumfinanzierung und natürlich die Dauerspardose aufgrund geplanter, aber nicht besetzter Stellen.
Der Landesrechnungshof befürchtet klar die missbräuchliche Verwendung aus dem ausschließlich für die Bewältigung der Corona-Krise gebildeten Sondervermögen von 25 Milliarden. Diese Befürchtungen sind bekanntlich mehr als berechtigt. Und auch der Bund der Steuerzahler hat diese Missstände bereits im Juli offengelegt, nämlich etwa Förderprogramme im Rahmen der nationalen Klimaschutzziele, Ausgaben für die Altlastensanierung von Grundstücken oder das Sonderprogramm für kommunale Verkehrsinfrastruktur. Der Landesrechnungshof hat wieder im Jahresbericht reichlich finanzielles Fehlverhalten aufgeführt. Diese Fehlverhalten sind unter anderem die immer noch nicht geänderte Reisekostenverwaltung mit einer Einsparmöglichkeit von im zweistelligen Millionenbereich. Im Rahmen der Städtebauförderung aus Mitteln des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt wurden unzulässigerweise Abrechnungen auf der Grundlage sogenannter Selbstkosten vorgenommen, also teurer als zu Marktpreisen, die zugrunde gelegt werden müssten. Bei der Zahlung von Zulagen und ähnlichen Leistungen durch fehlerhafte Anwendung von Rechtsvorschriften werden Leistungen vielfach zu Unrecht gezahlt. Auch bei der Instandhaltung von Landesbauten durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen, BLB NRW, gibt es Beanstandungen. Der Landesrechnungshof stellt in dem von ihm geprüften 8-Jahres-Zeitraum eine Abweichung von 535 Millionen Euro zwischen den vom BLB NRW geplanten und den tatsächlich verausgabten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen fest. Ich kann hier natürlich nicht alle aufzählen. Ein besonderes Schmankerl möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten. Es betrifft die Bearbeitung von Einkommensteuerfällen durch die 17 Finanzämter für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen, durch die unserem Land viel Steuern entgehen. Der Landesrechnungshof stellt fest, dass dort mehr als jede vierte von den 551 geprüften Bearbeitungen mängelbehaftet ist. Ich zitiere aus dem Jahresbericht 2020 des Landesrechnungshofes: Das vorzeitig geschätzte finanzielle Ergebnis der Prüfung beläuft sich auf rund 2,7 Milliarden. Zudem haben sich in nicht wenigen Steuerfällen Anhaltspunkte für eine steuerlich unzutreffende Beurteilung ergeben. Insoweit wurde das Steuerausfallrisiko auf rund 1 Milliarde geschätzt. Zitat Ende. Aber es kommen zukünftig verbindliche Prüflisten zum Einsatz und die werden sich erheblich fehlerreduzierend auswirken. Oh, wie tröstlich. So sollte die Regierung nicht mit dem Geld der Steuerzahler umgehen. Grotesk wirkt in diesem Zusammenhang auch der Artikel der Rheinischen Post vom 9. Oktober. Nach dem Willen von Herrn Ministerpräsident Laschet soll NRW Vorbild beim Bürokratieabbau sein. Fakt ist aber, dass die Ministerialbürokratie kontinuierlich in Nordrhein-Westfalen seit der Regierungsübernahme aufgebläht wird. Selbst der Landesrechnungshof moniert dies. So werden 2021 weitere zusätzliche 295 Stellen aufgebaut. Insgesamt sind es seit 2017 900 Stellen. Ich erinnere nochmals an unsere 127 abgelehnten Anträge zum Haushalt 21, auch genau zu diesem Thema der Stellenausweitung. Nicht dabei berücksichtigt ist der Antrag auf Verkleinerung des Landtages. Hier bietet sich noch die Chance, ein Zeichen zu setzen. Der Bund hat es deutlich vorgemacht, wie es nicht sein sollte. Keiner wollte nur einen Sitz aufgeben und so wurde es bekanntlich schlicht und ergreifend die Lachnummer. Dazu passend die heutigen Berichte in der Presse über die unnütze und futuristische Erweiterung des Landtages. Bürgerferner geht es nun wirklich nicht mehr. Geld spielt offensichtlich keine Rolle und das gilt anscheinend auch für den Landtag. Einfach beschämend, pleiten, Altersarmut, Kurzarbeit und wir als Abgeordnete lassen es uns gut gehen. So hat zum Beispiel ein Vertreter vom Verband der Schausteller ein wunderbares anlässlich einer Anhörung auf den Punkt gebracht. Er stellte klar, die Schausteller benötigen keine wortreichen Beteuerungen des Mitgefühls, sondern die Genehmigung, ihre Arbeitstätigkeit ausführen zu können, beziehungsweise Geld. Bezeichnend war auch ihre Reaktion auf die Ablehnung unseres Antrages Nein zu Enteignungsfantasien auf der Basis der Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zur Verfassungsmäßigkeit
einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folge der Corona-Krise. Im Haushaltsausschuss wurde unser Antrag als angeblich überflüssig dargestellt, da etwas derartiges wie eine Vermögensabgabe gar nicht anstehen würde und wir als AfD nur Ängste schüren würden. Nur zur Erinnerung. Die Ausarbeitung ist vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und nicht von der AfD. Die Ausarbeitung wurde bereits im April veröffentlicht, also schon zu Beginn der Pandemie. Zwischenzeitlich gibt es dazu übrigens mehr Literatur. Ich wünsche mir und uns allen, dass die Kritiker unseres Antrages Recht behalten. Aber wie sagt Goethes Fauste schon so treffend, die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Den Haushalt müssen wir leider ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Strotebeck.